Willkommen Trader zur Morgenbesprechung hier am heutigen Donnerstag. Es ist Donnerstag, der 19.03. und wir starten hier pünktlich um 8.30 Uhr mit einem Blick in den S&P 500 und in die Währungspaare britisches Pfund, Kanadier und Euro, Neuseeland Dollar. Sehr, sehr interessant. Viel Power wieder in den Märkten zurzeit. Das machen wir uns natürlich hier an dieser Stelle wieder zur Nutze. Vorher den Risikohinweis in Gänze bitte zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit danke für die guten Morgengrüße hier an dieser Stelle und selbstverständlich auch die Einladung. Der ein oder andere Wunschmarkt kann von mir morgens immer analysiert werden. Das heißt, wer was auf dem Herzen hat, bitte rein in die Chats auf GoToWebinar oder auch hier bei uns auf Facebook. Und dann kann ich gerne den ein oder anderen Wunschmarkt noch mit abklären. Wir checken die Nachrichten. Eine sehr wichtige Nachricht kam heute Nacht bzw. gestern Abend noch über die Ticker. Und zwar die Fed macht weitere Stützungsmaßnahmen im Bereich der Liquiditätserhaltung bei den Geldmarktfonds. Da gibt es ein neues Programm, was hier aufgelegt wird. Das Ganze ist dazu da, die Liquidität an den Märkten zu erhalten. Das Ganze kam heute Nacht, stößt ein bisschen auf positive Reaktionen an den Indizes. Das heißt, da schauen wir uns das Ganze auch im S&P 500 mal an, wie der Markt momentan drauf reagiert. Ansonsten heute hier wichtige Nachrichten mal kurz auf den Blick gebracht. Wir kriegen 9.30 Uhr den Zinsentscheid der SNB, also der Schweizer Notenbank. Der ist ja sozusagen schon eine ganze Weile bei minus 0,75, also deutlich tiefer als hier bei uns in Deutschland. Hier eine Prognose haben wir nicht. Mal schauen, was sie machen, aber auf alle Fälle gibt es danach noch die geldpolitische Lagebeurteilung der SNB und das wird wirklich sehr, sehr interessant. Am Nachmittag dann 13.30 Uhr, da gibt es aus den USA oder in den USA die Leistungsbilanz für das vierte Quartal, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, das ist sehr, sehr wichtig, aber dann kommt was Hochinteressantes und zwar bekommen wir den Philly Fed Herstellungsindex und das ist ein Gradmesser, weil der kommt jetzt vom Monat März. Und schaut euch mal an, was hier passiert. Der letzte Bericht hatte einen Wert von 36,7. Schaut die Prognose an. Ist doch krass, oder? Ein Riesenabschlag. Ich bin mal wirklich gespannt, was hier geliefert wird. Hier werden wir definitiv erste Auswirkungen der Corona-Krise sehen. Und aus diesem Grund ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Gibt im gleichen Zusammenhang auch noch den Philly Fed Beschäftigungs- oder die Philly Fed Beschäftigungsdaten. Und aus Kanada bekommen wir am Nachmittag noch um 13.30 Uhr auch den Preisindex für neue Häuser. Das deswegen, weil wir heute den Kanada mit auf der Uhr haben. Und damit schalten wir rüber zu den Charts an dieser Stelle. Ja, und hier muss ich sagen, Euro, Neuseeland, Dollar, das Teil macht einfach richtig viel Laune. Genauso wie der Australdollar, US-Dollar gestern auch viel, viel Laune gemacht hat im Trading. Ich hatte ja schon das ein oder andere Mal, ich muss den Chart mal ganz kurz zeigen, darauf angesprochen, was nach solchen Spikes, wie wir die vor kurzem gesehen haben, regelmäßig passiert. Ich sag immer wieder nur, Storybook, Leute, schreibt euch sowas auf. Ich mache mal den Chart gerade eben noch groß hier. Schreibt euch sowas auf, das darf euch nicht verloren gehen, damit ihr wisst, was in solchen Situationen gemacht werden soll oder darf. Hier, guckt euch das mal an, was wir hier gestern gesehen haben, Australdollar, US-Dollar, hier, zack, Moment, kleinen Augenblick, muss mal kurz auf den Tag gehen, hier, schaut euch das mal an, was hier unten rauskam, wir haben es gesehen, wir haben es hier auch besprochen, diese alten Tiefs an diesen Bereichen, wo wir hier auf Monatsbasis gucken konnten, was denn hier passiert ist. Schaut mal, hier haben wir geguckt, da ist der Bruch unten rausgekommen, unter diesem Widerstand mit einer gewaltigen, enormen Dynamik geht das Ganze hier nach unten und sowas darf man einfach als Händler nicht verpassen. Wir sprechen ja hier nicht umsonst darüber und das sind die Dinge, die momentan wirklich sehr, sehr, sehr gut laufen. Die Spikes haben geholfen, wichtige, sag ich mal, Ausbruchslevel sind momentan auch stark im Fokus, da müssen wir als Händler drauf schauen. Und das machen wir jetzt beispielsweise hier mal im Währungspaar Euro-Neuseeland.